richtig. Sparen tun wir doch alle gerne. Vor allem dann, wenn es besonders lukrativ ist. Und das ist aktuell bei Heizkosten der Fall. Sie können nämlich Heizkosten effektiv sparen mit unseren Heizkörperthermostaten. Die wurden uns förmlich aus den Händen gerissen, sind aber jetzt wieder lieferbar. Das heißt, auch Sie können jetzt noch aufrüsten, umrüsten, besser gesagt, Ihre Heizkörperthermostate einfach mal austauschen mit einer moderneren Variante und bis zu 30% Heizkosten sparen, wenn nicht sogar mehr. Das kommt ganz auf Sie drauf an. Aber ohnehin ist das einfach die bequemere und cleverere Art zu heizen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn Sie diesen Thermostat, der eigentlich handelsüblich in Wohnungen ist oder ähnlich, austauschen. Jetzt gibt es so ein ganz tolles Video, das haben Sie vielleicht auch gesehen. Der baden-württembergische Ministerpräsident sagt, mit einem Thermostat, Sie drehen abends, wenn Sie ins Bett gehen, runter, morgens, wenn Sie aufstehen, hoch. Ist vom Grundgedanken her wirklich genau das Richtige. Bloß, erstens mal, wenn ich hochdrehe, ist eine Verzögerung. Es wird nicht gleich die Temperatur erreicht, die ich brauche. Und wenn ich runterdrehe, erst wenn ich ins Bett gehe, dann heize ich noch eine Stunde lang auch umsonst. Und deshalb sind solche Thermostate hier wirklich intelligent, die zu setzen. Wichtig ist, es kann jeder während des Heizbetriebs diesen Thermostat mit dem neuen ersetzen. Das geht meist sogar werkzeuglos. Das Maximale, was man braucht, ist eine Wasserpumpenzange oder eine Rohrzange, um das Gewinde, das wir oben sehen, das übrigens aus Vollmetall ist, zu lösen und dann eben den neuen Thermostat drauf zu machen. Was ist an diesem Thermostat anders? Ganz einfach, er sieht schon mal viel, viel besser aus. Aber das wäre jetzt kein Grund, dass ich mir den neuen Thermostat kaufe. Der ist programmierbar. Natürlich kann ich ihn weiterhin ganz einfach einstellen. Ich sehe nur jetzt oben nicht die Zahlen 1 bis 5, sondern genau die Temperatur, die ich einstelle, weil hier ist auch ein Thermostat drin, der dann genau auf diese Temperatur regelt. Aber das Besondere ist, per Bluetooth kann ich mich mit diesem Thermostat verbinden, mit jedem handelsüblichen Handy. Und dann ist eine kostenlose App dabei. Die sieht dann so aus und ich sehe hier gerade, welche Temperatur eingestellt ist. Das ist schon mal wichtig. Ich kann jetzt auch ganz einfach, Sie sehen hier 21 Grad, ich kann das ganz einfach manuell verändern auf 17 oder auf natürlich so hoch, wie ich möchte. Sie sehen, das geht ganz einfach. Aber auch das wäre eigentlich immer noch das abends zudrehen, morgens aufdrehen. Mhm. Das Intelligente hieran ist, und hier sehen wir mal die komplette App in deren verschiedenen Schritten, ist, dass du Heizpläne einstellen kannst. Mhm. Und hier haben wir jetzt einen Einzelthermostat. Ich würde allen raten, wirklich jeden Heizkörper damit auszustatten. Wir haben nachher noch einen Dreier- und einen Sechser-Sparpack. Ich sage Ihnen auch gleich, warum. Ich habe letztes Jahr das Ganze probiert mit zwei Thermostaten, und zwar im Wohnzimmer eins und im Bad 1 und habe gemerkt, da spare ich richtig viel Geld. Dieses Jahr habe ich erweitert, ich musste aber dementsprechend alle einzeln kaufen, habe also mehr Geld ausgegeben als im Paketpreis. Und ich habe bei mir zu Hause 6 Heizkörper, 2 im Wohnzimmer, dann habe ich Küche und Esszimmer, einen großen Raum, da sind 2 im Bad und im Schlafzimmer. Gästezimmer habe ich auch noch, da habe ich keinen drin, weil das ist bei mir eigentlich mein Wäschezimmer in den meisten Fällen. Also das ist das einzige Zimmer, wo ich keinen habe. Alle 6 habe ich. Und jetzt gehen wir mal aufs Bad. Wann nutzen Sie Ihr Bad? Also ich kann das immer nur subjektiv von mir aus sagen. Ich stehe normalerweise so spätestens um 7:30 auf. Das heißt, um 8 bin ich im Bad. So, und dann bin ich aber allerspätestens um 10 mit dem Bad fertig und komme dann erst abends um 10 wieder. Das heißt, die Zeit zwischen 10 Uhr und 22 Uhr, diese 12 Stunden, kann mein Bad ruhig nach unten. Nicht auf 0, ich habe es bei mir auf 17 Grad und im Bad habe ich die höchste Temperatur, nämlich 23 Grad eingestellt, in der Zeit, wo ich es nutze. Und allein durch dieses Herabsinken in der Zeit, wo ich es nicht brauche, spare ich bares Geld. Jetzt haben wir hier ein Einzelthermostat, aber nochmal, das ist für alle, die es ausprobieren wollen, so wie ich das letztes Jahr gemacht habe, aber Sie werden sehen, es ist unglaublich wirkungsvoll, unglaublich effektiv. Hier sehen wir das einzige Werkzeug, was ich brauche, alten Thermostat weg. Wenn Sie in einer Mietwohnung wohnen, bitte nicht wegwerfen, in der Schublade aufbewahren, weil wenn Sie mal umziehen, können Sie Ihre Thermostate wieder mitnehmen und die alten wieder draufsetzen. Und das ist Echtzeit, also länger brauchst du nicht. Ja? In einer Minute ist es installiert. Und jetzt sitze ich nicht in den Knien vor dem Heizkörper und programmiere das, sondern ich setze mich an den Tisch in Bluetooth-Reichweite, also 10 Meter Reichweite haben wir. Und jetzt kann ich einstellen, Raum für Raum. Und jetzt weißt du auch,
Kinderzimmer sind normalerweise auch immer gut geheizte Räume, weil Kinder sollen ja nicht frieren. Aber wo sind Kinder morgens, ich sage jetzt mal zwischen 7 und 13 Uhr? In der Regel in der Schule, ne? Da brauche ich ja nicht heizen. Das sind 6 Stunden, wo ich nicht auf 22 Grad oder welche Temperatur sie auch immer einstellen möchten, heizen möchten, sondern ich kann um 7 praktisch absenken, ich sage jetzt mal wieder die 17 Grad und gehe dann ab 12 wieder hoch. Das heißt um 13 Uhr, 13.15 Uhr, 14 Uhr, wenn die Kinder heimkommen, haben sie ein warmes Zimmer. Und so Zimmer für Zimmer, Raum für Raum, mit der Familie absprechen. Und du hast absolut recht, 30% Preisersparnis sind hier drin. Ich habe mit einem Freund von mir gesprochen. Es ist natürlich möglich, dass der übertrieben hat. Aber der hat letztes Jahr schon eine ganze Wohnung ausgestattet mit solchen programmierbaren Thermostaten. Und da hat sie mir gesagt, er hat in diesem Jahr 2022 1.000 Liter weniger Heizöl gebraucht. Also der heizt mit Heizöl. Jetzt weiß ich nicht, du kennst ja das. Ich habe so einen großen Fisch gefangen. Aber lass mal nur die Hälfte wahr sein. 500 Liter. Jetzt haben wir gerade aktuellen Preis über 1,50. Mhm. Ja? Das wären 750 Euro, die man spart. Und wir schauen genau zu diesem Thema auch mal kurz auf einen Artikel. Und da siehst du, ich bin gerade auf 750 Euro gekommen. Hunderte Euro. Ja, und solche Schlagzeilen, die sieht man ja überall. Ne? Deswegen waren die Heizkörperthermostate ja bei uns auch ratzefatze ausverkauft. Jetzt haben wir noch mal großzügig für Sie nachbestellt. Das heißt, Sie können jetzt auch noch mal umrüsten. Und ich finde das einfach nur zeitgemäß. Es ist bequem, es ist sinnvoll und vor allem, ich heize jetzt endlich mal punktgenau auf die Temperatur, wo ich weiß, das ist meine Wohlfühltemperatur. Ich muss nicht Pi mal Daumen abschätzen, ist es jetzt die 3 oder die 4 oder vielleicht doch die 5, damit es sich schnell aufheizt, sondern ich heize effektiv, so wie ich es brauche, punktgenau. Die Bestellnummer ist die ZX5276 und die 569 für das einzelne Heizkörperthermostat. Aber wenn Sie jetzt schon dabei sind, durchzuzählen, wie schon angekündigt, haben wir auch die Sets für Sie. So sparen Sie auch noch mal obendrauf, jetzt direkt bei der Anschaffung, das Dreier-Set. Später kommen wir noch zum Sechser-Set. Genau, Dreier-Set, also wenn Sie jetzt einen Einzelpreis hochrechnen, sind es knapp 100 Euro. Mal hier Dreier-Set sparen Sie ganz einfach auch noch mal 5 Euro. Jetzt haben ja viele schlaue Köpfe, und das war, glaube ich, im September, haben gesagt, ach, im Winter kann man auch mal nur auf 19 Grad heizen, das reicht doch vollkommen. Und ich habe jetzt für mich die Erkenntnis gewonnen, nein, es reicht nicht. Bei minus 12 Grad Außentemperatur und ich habe nur 19 Grad in der Wohnung, reicht mir das nicht. Ich möchte, wenn ich zu Hause bin, meine Wohlfühltemperatur. Und vielleicht geht es Ihnen auch so. Ich möchte mal in Boxershorts und T-Shirt ganz einfach auf dem Sofa rumlungern, ohne frieren zu müssen. Und durch diese Thermostate ist das möglich. Ich heize in der Zeit, wo ich zu Hause bin, auf meine Wohlfühltemperatur. In der Zeit, wo ich weiß, dass ich nicht zu Hause bin, gehe ich runter auf 17 Grad. Da könnte ich auch auf 16, 15, nicht zu tief, weil sonst wird die Energieverbrauch, um das wieder hochzuheizen, zu groß. Mhm. Aber so 4, 5 Grad. Und jetzt kommen wir auf die 30%. Experten haben gesagt, 1 Grad weniger bringt dir 6% Ersparnis. Ja, 5 Grad beim Absenken hast du da jetzt schon die 30% Ersparnis. Mhm. Und wenn Sie, und jetzt rechnen wir ruhig nochmal, wenn Sie letztes Jahr 3.000 Liter Heizöl gebraucht haben, 30% weniger sind knapp 1.000 Liter Ersparnis. Und das hochgerechnet bei 1,50 sind 1.500 Euro. Jetzt schauen Sie sich, was diese Thermostate kosten. Jetzt im Sechser-Set keine 200 Euro. Dann weißt du, was sich richtig rentiert. Ja, und ich glaube, das hat man sehr, sehr schnell wieder raus. Die 189,99 € für das Sechser-Set. Hier sehen Sie alle Artikelnummern nochmal eingeblendet. Sie können sich Ihr Paket dann individuell zusammenstellen. Wenn Sie zum Beispiel 4 Heizkörper-Thermostate benötigen, dann wählen Sie einmal das Einzelne, einmal das Dreier-Set. In jedem Fall sind Sie damit viel, viel besser aufgestellt als mit den üblichen, handelsüblichen oder bisher üblichen Heizkörperthermostaten. Es ist ja nicht nur bequem, dass ich das per App steuern kann, wenn ich es möchte. Da finde ich aber auch noch ganz wichtig dazu zu erwähnen, ich kann ja immer noch, wie beim herkömmlichen Thermostat, auch an dem Thermostat selber regeln. Du kannst jederzeit per Handy oder am Thermostat eingreifen. Egal, was du programmiert hast, wenn du jetzt sagst, nee, jetzt will ich es wärmer, jetzt will ich es kälter, drehst du einfach, handelsüblich, und du siehst hier oben im Display und nimmst Handy in die Hand. Aber jetzt haben wir noch ein Dreier- und ein Sechser-Set mit einem Zusatzteil. Und das ist dieses kleine Kerlchen. Das ist ein sogenanntes WLAN-Gateway. Und jetzt steckst du das irgendwo in die Steckdose, verbindest das mit deinem WLAN und per Bluetooth verbinden sich die Thermostate. Ob das 3 oder 6 sind, das müssen Sie entscheiden. Und jetzt hast du durch dieses Gateway die Möglichkeit, weltweit zuzugreifen. Ohne das Gateway hast du Bluetooth-Reichweite, also im Normalfall 10 Meter. Reicht auch, wenn du am Esstisch sitzt, kommst du normal bequem an alle Thermostate. Hier mit weltweit. Warum macht das Sinn?
Erstens mal kannst du hier jederzeit von überall, also auf der Welt nachschauen, wie ist meine Zimmertemperatur, wie sieht es im Moment aus. Kannst nachregeln, falls es außen zu kälter wird oder du vielleicht auch mal früher nach Hause kommst, kannst du früher die Temperatur ansetzen und das eben in diesem Zeitraum, in der Zeitspanne, die es braucht, um hochzuregeln. Du hast auch mal ein schönes Beispiel genannt, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, ich sage jetzt mal, du gehst im April in Urlaub in ein Gebiet, Türkei oder Ägypten, wo es 30 Grad hat, aber zu Hause läuft eigentlich die Heizung noch, während deiner Urlaub schaltest du sie runter, landest am Flugplatz, in dem Fall in Hannover, und merkst, wir haben auch nur 10 Grad, ist die Heizung zu Hause an. Dann nimmst du jetzt mal dein Handy, schaltest die Heizung so an, dass wenn du dann zu Hause bist, es wieder bequem warm ist. Das ist mit diesem Gateway möglich, also noch mehr Komfort. Wer einen Sprachassistenten hat, kann das dann auch nutzen, dann kann man nämlich das einbinden, auch als Skill, und dann kann man mal sagen, Alexa oder wie immer ihr Sprachassistent heißt, heizt doch mal das Wohnzimmer auf 21 Grad hoch und dann geht das auch. Also das ist dann der Komfort dieser WLAN-Tauglichkeit, aber das geht eben nur mit diesem Zusatz-Gateway, was hier jetzt noch eingeblendet im Dreier Set ist, inklusive des Gateways. Ja, und wenn ich mir überlege, für jetzt salopp gesagt ein paar Euro mehr, habe ich diese noch mal bequemere Option, von überall aus meine Heizkörperthermostate zu steuern, würde ich sagen, lohnt sich das hier für 123,49 € in jedem Fall. Wenn Sie mich fragen, die Bestellnummer ist die ZX5280 und die 569. Wir haben das WLAN-Gateway auch noch mal mit dem 6er-Set für Sie zusammengeschnürt. Dazu kommen wir dann später. Aber wie gesagt, bei mir war es jetzt aktuell erst der Fall. Es war ja so verdammt kalt in Deutschland. Ich bin gerade aus dem Urlaub von Unterpalmen hergekommen und ich dachte mir, so blöd, dass ich die Heizung komplett ausgeschaltet habe, weil ich hätte es jetzt gerne mal wenigstens so ein bisschen warm bei dem minus 12 Grad draußen. Aber es war eben nicht für mich möglich, weil ich nicht so eine clevere Lösung zu Hause habe. Das heißt, ich musste noch sehr, sehr lange frieren, bis es mal endlich annähernd warm war. Also Heizung ganz runterschalten ist kein guter Plan, auch wenn du mal eine Woche nicht da bist. Ja, aber man will ja sparen. Ja, aber Frostschutz sollte zumindest da sein. Und wenn man tagsüber ganz auf Null fahren würde, bräuchtest du viel zu viel Energie, um dann wieder auf 21 Grad hochzukommen. Deshalb wirklich die Absenkung auf 16, 17 Grad, also um 5, 6 Grad. Das reicht vollkommen, um das 30% Sparziel zu erreichen. Ja, und da haben wir jetzt ein Dreier-Set. Nochmal, zählen Sie Ihre Heizkörper durch. Ich habe jetzt wirklich jeden einzelnen Heizkörper bei mir in der Wohnung, mit Ausnahme des Gästezimmers hier, damit bestückt. Und ich lebe gut damit. Wenn jemand meine Zeitschaltpläne sieht, dann lacht er wahrscheinlich. Also zum Beispiel mein Schlafzimmer ist von, ich sag mal, von 22 Uhr bis abends um 20 Uhr steht es auf 10 Grad. Ja? Das ist einfach Frostschutz. Und von 20 Uhr an geht es mal auf 15 Grad hoch. Das ist für mich etwas, was absolut erträglich ist. Dann geht es wieder auf 10 Grad runter. Also allein im Schlafzimmer spare ich so viel Strom. Esszimmer, Wohnzimmer, Küche habe ich zum Beispiel auch als Höchsttemperatur 20 Grad eingegeben. Und ich habe dann im Wohnzimmer meinen Wohlfühlraum, der ist auf 23 Grad. Bad, so wie ich den Zyklus nehme, auch auf 23 bzw. 17 Grad. Das ist von mir ausprobiert. Meine eigene Wohlfühltemperatur, die kann bei jedem von Ihnen anders aussehen. Vielleicht haben Sie auch ein Arbeitszimmer, ja, weil Sie Homeoffice machen, da haben Sie einen ganz anderen Zyklus. Da sind Sie morgens um 8 bis um 17 Uhr. Ja, dann muss man da heizen. Aber andere Räume, wie das Schlafzimmer zum Beispiel, werden derzeit überhaupt nicht genutzt. Das heißt, da kann man ruhig ein bisschen runtergehen. Also wirklich jeden einzelnen Raum, sobald Sie den Thermostat installiert haben, nach Ihren Bedürfnissen einschalten. Am besten Familienrat, jedes Zimmer durch, die Kinder fragen, wann bist du in der Schule? Hast du irgendwann, weil man kann ja Tag für Tag einstellen, sage ich mal, die Große hat am Mittwoch erst um 11.30 Uhr Schule, warum auch immer. Dann braucht sie natürlich vorher noch ein bisschen Heizung. Oder der Kleine hat auch mal Mittagsschule, dann kommt er erst um 16 Uhr. Dann kann man an diesem Tag das Ganze einstellen. Wochenende übrigens, das gönne ich mir, da heize ich von morgens bis abends, ja? Ja, und außer, das ist das Schöne. Jeden Tag individuelle Zeitfenster auswählen, in denen Sie individuell genau auf die Temperatur heizen, auf die Sie es brauchen und haben möchten. Das ist nicht nur bequem, sondern auch
echt richtig clever, wenn sie mal so heizen. Ich glaube, wir merken es ja schon bei unseren Kunden, bei unseren Zuschauern, sehr, sehr viele haben jetzt umgerüstet, aber ich glaube, die alten Thermostate, die haben definitiv ausgedient, die sind nicht mehr zeitgemäß. Das Schöne ist, Sie können es einmal einstellen am Handy und haben es dann eingestellt für die Zukunft und können trotz alledem jederzeit am Thermostat manuell auch nochmal tätig werden. Das ist mir ganz wichtig, dass ich nicht immer nur auf die App angewiesen bin, sondern auch ohne ganz herkömmlich meine Heizkörperthermostate nutzen kann. Wir kommen jetzt zum 6er-Set, wie angekündigt. Auch da nochmal mit dem WLAN-Gateway in Kombination, damit Sie auch da die Möglichkeit haben, jeden einzelnen Raum nochmal von unterwegs aus anzusteuern. Ja, also 6er-Set war für mich genau das Richtige. Ich habe Geld verschenkt, weil ich 3 Thermostate einzeln gekauft habe und dann 3er-Set. Sie sind vielleicht cleverer als ich. Sie holen sich gleich ein 6er-Set. Aber wir müssen nochmal wirklich, und da sehen wir beide Bestellnummern nochmal, 3er-Set und 6er-Set jeweils mit Gateway, also mit der WLAN-Steuerung. Wir müssen die Zahlen einfach nochmal relativieren, weil wenn ich das so höre, 30%, ich kann nichts damit anfangen. Aber ja, wenn wir das mal ummünzen in Heizöl, das würde auch bei Gas gehen, aber ich habe Heizöl zu Hause, 3000 Liter im Vorjahr, ja, und davon spare ich 1000 Liter in diesem Jahr und aktueller Heizölpreis über 1,50 Euro. Das heißt, innerhalb einer Heizperiode sparen Sie in diesem Fall 1500 Euro. Die komplette Anlage kostet keine 220 Euro. Da muss man kein Rechengenie sein, um zu wissen, dass sich das lohnt. Ja, und was sich auch lohnt, ist unbedingt jetzt die passenden Batterien dazu zu bestellen. Denn Ihre neuen Heizkörperthermostate sind batteriebetrieben. Ich glaube, 2 Stück brauche ich pro Stück, ne? Genau, richtig. Also da ist ein kleiner Elektromotor drin, der das Ventil steuert. Und das passiert mit 2 AA-Batterien. Und die sind, glaube ich, die meistverwendeten überhaupt in deutschen Haushalten, ob Spielzeuge, Wagen, Uhren und eben unsere Thermostate. Deshalb macht es Sinn, hier wirklich ein 20er-Set gleich mitzubestellen, zumal Sie auch noch den TV-Sonderpreis bekommen. Das tun Sie mit der Artikelnummer PX1569 und der 569 für das supergünstige Batteriesparpack für nur 7,59 Euro. Jetzt gibt es noch einen weiteren Trick, den wir Ihnen nicht vorenthalten möchten, beziehungsweise wahrscheinlich kennen Sie den, aber man macht es viel zu selten, die Heizung mal zu entlüften. Denn damit geht sehr, sehr viel auch an Heizkapazität verloren, wenn Sie da viel Luft drin haben. Also müssen wir auch da aktiv werden. Und da haben wir den passenden Helfer auch noch für Sie mitgebracht. Ja, und das ist immer nötig, wenn die Heizung gluckert. Man merkt es auch oftmals, wenn man einen Heizkörper greift. Hier unten ist richtig heiß, oben wird es kühler. Dann ist Luft drin. Und Luft ist ein wesentlich schlechterer Wärmeleiter als Wasser, was er normalerweise füllt. Also muss man schauen, dass das Luft aus dem Kreislauf verschwindet. Das geht mit diesem Teil. Ich habe vor der Sendung Rebecca gefragt, hast du schon mal eine Heizung entlüftet? Ihre Antwort war nein. Jetzt habe ich es ihr gezeigt. Und würdest du uns bitte zeigen, mit diesem Teil, wie man eine Heizung entlüftet. Und das Geniale ist, jeder von Ihnen hat diesen kleinen Schlüssel, der ist hier integriert. Aber jetzt müssen wir irgendeinen Behälter für die Flüssigkeit, die ja irgendwann mal kommt, drunter setzen. Das heißt, eine zweite Hand und oftmals wird es sperrig. Der ist ganz flach und du darfst es ruhig mal machen. Ja. Wir setzen es an die Schraube und Sie wissen, nach rechts drehen, um es aufzudrehen. So, und jetzt ist die nicht angeschlossen. Jetzt bei uns zischt es nicht, bei Ihnen wird es jetzt leicht zischen und irgendwann hört das Zischen auf. Das heißt, die Luft ist raus, es kommt nur noch Wasser, dann drehen wir es wieder zu. Und das Schmutzwasser, und das Wasser ist immer schmutzig in der Heizung, das wird hier in diesem Behälter gefangen. Und da geht man jetzt von Heizkörper zu Heizkörper. Übrigens, wenn Sie mehrere Etagen haben, sagen Fachleute, sollte man von oben nach unten entlüften. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber ich halte mich dran. Aber einfacher als mit diesem Entlüfter geht es nicht. Und du weißt jetzt auch, wie eine Heizung entlüftet. Also ich würde auch empfehlen, das mal mit nach Hause zu nehmen und zu Hause zu machen. Habt ihr Gas oder Heizöl? Gute Frage. Du weißt es gar nicht. Wir haben Heizkörper. Aber spielt auch überhaupt keine Rolle, ob Gas oder Heizöl. Die Heizkörper sind immer gleich. Ja? Das Wasser drin, dem ist egal, ob da unten im Keller eine Heizölanlage oder eine Gasanlage ist. Und das Entlüften ist auch immer das Gleiche. Und Sie kennen das vielleicht auch, wenn es mal so komisch blubbert, wenn man denkt, was ist das für ein Krach, wer sitzt in der Heizung? Die Luft sitzt in der Heizung. Und das kann auch 2-3 Mal nötig sein in der Heizperiode. Immer nötig ist es am Anfang der Heizperiode, wenn Sie das noch nicht gemacht haben, dann jetzt gleich den Entlüfter bestellen. In 2-3 Tagen ist er bei Ihnen und dann gehen Sie einmal durch. Alle Heizkörper entlüften ist eine Sache von 5 Minuten. Und auch da kann man, das sagen Experten, wenn man regelmäßig entlüftet, bis zu 20% Energiekosten sparen.
Und es ist eine schöne, saubere Sache mit diesem Wasserbehälter. Also jetzt bestellen mit der Artikelnummer NX9070 und der 569. Dann können Sie auch diesen Winter noch ordentlich sparen und natürlich auch langfristig sparen. Das ist ja immer gut. Nur jetzt ist die richtige Zeit, hier umzurüsten, weil gerade jetzt sind ja die Preise so explodiert. Da möchte man aktiv werden und das können Sie. Sie können aktiv werden, Sie können Heizkosten sparen. Auf ganz einfache und clevere Art und Weise greifen Sie jetzt direkt zum Hörer. Und viel Spaß mit den neuen Heizkörperthermostaten.